liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Shadowlorm. Ja, wie bereits angekündigt, werde ich jetzt nun mit einem Projekt, Zwischenwochenprojekt anfangen, was dann, sobald die Woche wieder vorbei ist und ich wieder normal in meinen Projekten folgen kann, zum Wochenendprojekt wird. Das hier ist nun Epic Battle Fantasy 3. Ein Flash-Game, was ziemlich lollig ist, finde ich. Es macht echt verdammt viel Spaß zu spielen. Und ja, das werden wir uns nun antun. Den Link, wo man das Spiel spielen kann, werde ich auch wahrscheinlich in die Linkbeschreibung packen. Brauchst du das, ich vergesse es nicht wieder. Nun ja, wollen wir doch mal direkt hier auf Play drücken. Congregate, yeah. Na gut, hier gehen wir, start the game already. Keine Sorge, das werde ich in Zukunft alles überspringen. Erstmal das Intro. Presenting the players. Da haben wir einmal hier unsere drei Charaktere. Da kannst du sicherlich Matt, der kommt sehr bekannt vor, ne? Natalie, die Magierin. Und unser Gunner Lance. Yeah. Und hier haben wir nun unsere Feinde. Die Schleime. Die Elementare. Und der ganze Rest. Nett abgearbeitet, ne? Nun haben wir, nun, wie ihr sehen könnt, die haben wie keine schnelle Epic Battle Fantasy 3. Created by Matt Rocksax, Music by HFX. Das Spiel ist komplett auf Englisch, kann man leider nichts gegen machen. Ich werde das dann so machen, dass ich wahrscheinlich weniger mich auf Texte konzentrieren werde und dafür aber euch eine übersetzte Form euch zeigen werde. So, erst einmal hier, gucken wir gleich mal die Credits und kriegen hier gleich schon mal die erste Medaille. Ja, Leute, man muss sich hier auch ein paar Medaillen zusammen farmen, die ich hier mal kurz hier zeigen möchte. Alle werde ich hier nicht kriegen können, aber ich werde versuchen, die meisten zu zeigen. Ein paar sind auch unbekannt. Bei manchen kann man auch die Bedingungen sehen, wie zum Beispiel hier Savage. Verursache 10.000 Schaden an einen Gegner. Ist schon verdammt viel, ne? Wird aber noch besser. Barbarian 30.000, Slayer 100.000 und ja, Level Builder und so weiter und so fort. Hier sind wahrscheinlich die verschiedensten Medaillen, die ich halt versuche, auf dem Spiel zu zeigen. Dann werde ich am Ende des Spiels dann auch noch hier Art auf das Art Ding gehen, wie war hier ist halt Konzeptart, Fanart, NPCs, Cutscenes und Backgrounds. Ist natürlich alles noch jetzt verschlossen, weil dafür müssen wir alles Spiel spielen und B dabei Medaillen sammeln. Na gut, wollen wir doch mal auf ein neues Spiel versuchen. Und wir haben hier die Möglichkeit zwischen 4 Schwierigkeitsgraden auszuwechseln. Easy. 30 Gegner haben 30% weniger AP und machen 30% weniger Schaden. Ist ja wirklich einfach. Normal halt. Nochmal Schwierigkeitsgrad. Dann haben wir noch schwer. Die Gegner verursachen 30% mehr Schaden. Was aber ich aber werde auf Epic spielen. Die Spieler verursachen 60% mehr Schaden und have other bonus und haben andere Boni. Was diese Boni sind, können zum Beispiel sein, bestimmte Gegner kriegen durch Gift keinen Schaden zum Beispiel. Oder es taucht auf einmal wieder neue Gegnerwelle auf. Also Epic ist schon ziemlich schwer. Ich hatte das Spiel aber schon mal auf Epic durchgespielt. Es ist möglich. Nun denn, wollen wir dann mal losgehen. Gut, hier haben wir nochmal eine kleine Rückblende auf Epic Battle Fantasy 2. Ich mach mal kurz ein bisschen heiser für euch. Ja gut, also Epic Battle Fantasy 2 ist halt so bis der erste Epic Battle Fantasy Teil mit ein bisschen Story drin und ein bisschen Handlung. Hier geht es halt darum, dass hier Matt und Natalie gegen Lance gekämpft haben. Wie ihr sehen könnt, ihr wisst schon. Ja. Der eine, dass sie auch vorhatte, die Welt zu erobern, die haben sie aber aufgehalten und in ihrem Kampf hat er sich ihnen angeschlossen. So, einige, dann haben sie natürlich gedacht, gut, kämpfen wir mal zusammen und übernehmen ein paar Abenteuer, haben sie auch gemacht und wir wurden echt epic, die drei. So, dummerweise haben sich aber dann auf eine Quest begeben und haben diese Gestalt hier getroffen, einen bösen Gott namens Akron, oder Dämon, den sie mal eben tatsächlich befreit haben und ja, das tat weh. Und durch seine Macht, die er da, das Buchchaos hat, das eben mal eben wieder total Noobs gemacht und sie irgendwo hingeportet, wo wir dann natürlich wieder ganz von Anfang starten müssen. Dummerweise haben wir ein Problem, Akron ist verdammt stark. So, hier haben wir nun unser Spiel. Laufen zu mit dem Steuerkreuz oder mit der Bastelsteuerung, die ihr ja hier kennen sollte. So, True können wir öffnen mit der Space-Taste. We got items. 100 Gold und 2 Kiwis. Halt ein bisschen Ungold, ist klar.
Und das ist eigentlich aufgebaut wie ein klassisches RPG. Laufe durch die Gegend, rede mit den Leuten, erfülle Quests und werde einfach stark. Ah, okay, hier haben wir auch schon die ersten Dialoge zwischen den Charakteren. Was ist bloß passiert? Ich habe euch doch gesagt, pass dieses Ding nicht an. Ich habe gefühlt, wie meine Energie von mir weggezogen wurde. Ich kann nicht mehr. I don't think I can use it now. Ich glaube, ich kann es nicht mehr benutzen. Na gut, ich denke mal, ich werde einfach für euch das Englische vorlesen. Ich krieg sowieso das Deutsche vorgesetzt. It looked dead. It's not dead. Smell that too. Never expect anything like this to happen. There's probably still out there, not doing who knows what. Well, I guess we landed pretty far away. This landscape is familiar. Looks like a farm of some village. Guess we better have a look around. I just want my swords back. It's been years stealing those. That's not a major concern, but I guess we need to recover our skilled weapons at some point before I fight that guy again. Ja, da hat Lance auch mal ganz unrecht und Matt ebenfalls nicht. Die sind wieder, und Natalie, wie gesagt, die sind wieder ganz schwach, wie auf Level. Ich gehe mal kurz auf Menü. Hier sehen wir halt Level 0, ihre Standardausrüstung und Skills. Matt, wie ihr sehen könnt, alles weg. Wie es mit den Skills hier funktioniert, na gut, außer jetzt hier Scan. Wie das hier alles mit den Skills funktionieren wird und mit den Forge und so, werde ich euch alles natürlich noch bei erklären. Quests, einmal hier werden dann unsere Quests aufgeführt. Beastery halt sämtliche Monster. Ich kann weniger, wa? Metals ist auch klar. Game, den können wir, glaube ich, ja gut, unsere Spieleinstellungen, was bisher alles passiert ist im Spiel. Hier können wir speichern, hier können wir Spiel beenden, ist klar. Und Back geben wir wieder zurück in das Laufmenü. So, da wollen wir also mit diesen letzten lustigen Männern reden. Kids these days have no interest in farming. They all rather become soldiers or scholars. They're going to be no take over from the farm. There'll be a problem someday. Ja, hat Lika auch recht. So. Where did the guys appear from? We're not sure. Where are we? You're in the town. It doesn't have a name because it's the only town in this game. The entrance of the forest is straight up there. You guys look like you're headed there. Feel free to wander around the shops too, but you don't like you have much money. Thanks? Yeah, was auch immer. Ja, nützlicher Geselle, ihr müsst auch ein bisschen aufpassen hier. Einige Sachen, die sind nach Anspielungen an anderen Spielen. Den Beispiel will ich dabei haben, oder? Schade, kann ich nicht mitnehmen. Viele Sachen hier sind in Anspielung an andere Spiele. Oder an anderen Animes. So, und dieses Haus, da kommen wir auch noch später rein, aber jetzt noch nicht. Schade. So, dann wollen wir mal hier mit diesem Mann hier reden. Ah, da ist direkt schon die erste Quest für uns. Roland. This is things you couldn't join the coming that really get from you. My friends are dying protecting the town from a giant red slime which fell from the sky. Oops. How on earth did that happen? I wish I had flowers to put on the graves. Quest, a new quest, get this item. 5. Die Quests laufen meistens wirklich so, dass man halt ein paar Items suchen will oder so. Oder, ja, so rede ich, sammle ein paar Items und bringt sie den Typen. See the towns over there? It's been long and elbowed for years. I bet you could find some cool stuff and manage to get in. Or no, you wouldn't do that. Doch, würden wir. Und, lustigerweise, bau bau, wuff wuff. Ist auch klar. So, hier in der Stadt können wir auch schon einige Truppen finden. Die Stadt ohne Namen, auch nicht so schlecht, ne? Und ich glaube, hier haben wir schon auch die ersten Anspielungen aus irgendwelchen Animes. Hier ist nichts, ne? Drehen wir mit dir. This is my cat, Miao Miao. He likes to cut. Ich schneide, okay. Miau. Okay, wir müssen die Katzenfutter bringen, zur Information. So, was hast du mit dir? Tomo, ich glaube, das ist echt schon die erste Anspielung auf irgendein Anime. Always make sure to have plenty of food when you're traveling, so I can grab a snack for a fast recovery, especially where the fighting vault. Ja, Leute, Nahrungsmittel sind hier unsere, Mikoto, sind hier unsere Heilungsmittel, ob man es auch noch nicht. Also dieser Lollipop und diese Pizza sind echt Heilitem. Talk to the lady in the inn to take a nap. It's free and full, you punch your HP and MP. Or you could just walk around here over time. Ja, das stimmt wirklich, MP können wir heilen mit der Zeit. Okay, Ew, what a cranky looking place! Look at the state of those people! Let's get out of here as soon as we can! They have beer and food! Awesome! And settle for an energy drink! Or the closer you drink that! Ja, gut, der braucht wirklich einen Drink, was aussieht. Harold, that time has no guy. Didn't sleep well at all. I could hear this noise from the bar, even at my room. Das ist schlecht.
Und du siehst gar nicht gesund aus, mein Freund. Oh, deine Quest für uns. Wir sollen den Ananas aus der Foto bringen. I could find out my monster. Luckily, autosave saved my progress after each screen I passed. That's a tip, ne? I hadn't got past the first screen of the first term. No, I think I might have drank a bit too much. Got any cure for hangovers? So I'm the ananas, the green potion, because of that, it's okay. Red potion, one of monster blood, ja klar. So, hier können wir, glaube ich, auch nochmal in den Raum ein. Oh, da ist sogar jemand. I guess this is the world we're sleeping. Does it look clean? And what the hell is she doing here? Na, wo ist sie überhaupt? Was ist das hier? Ah, zwei Dosen Milch, Bier. Boss All LA, LA Attack, Boss LA Accuracy, Soft Drink und Milch, magischer Angriff. Accuracy wäre, glaube ich, Präzision und so. So, Tiffany. What I'm doing? Some guys serve me in the treasure box. I saw it. Boah, ist die blau. So, hier haben wir, glaube ich, auch, ja, Town Inn, Sleep Leaf. Schlafen wir einfach mal so. Einfach mal so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich einen hohen Frameskip habe. Frameskip. So. Und hier haben wir den Food Shop. Den können wir allerdings verlassen. Da haben wir 100 Gold. Kriegen wir sowieso nicht viel. So, hier haben wir, glaube ich, auch einen Welcome to Old Spring Inn. Enjoy your stat. But you don't think to drink too much. Zeit bei in Management. Okay. Hier haben wir auch wieder den nächsten Screen. Und ja, also da oben die Truppe. Die kennt wahrscheinlich jeder, der Lucky Star kennt. Kollege von mir kann es mal. Und hier, diese Dinger sind ganz witzig. Einmal an Betätigung sind wir hier in einer Zwischendimension regelrecht. Das hier ist unsere ist der Teleporterbereich. Und hier können wir sehen, es gibt insgesamt 6 Gebiete, wovon halt das erste Gebiet die Stadt ist. Ja, ich habe echt einen Framestrip. Und sollte vielleicht die Maus hier auf dem Bildschirm nehmen. Ist blöd, wenn man halt Maus und Tastatur gleichzeitig benutzen muss. Reden wir mal mit diesem Mann hier. Johnny. I'm a fine warrior, if I may not look it. Me and that guy over there blow foes and away with 180 decibel of pure metal! Yes, this is truth! We can hear too well, sir. I can build you cool guitar with bring me some parts. Gut, dann sollen wir eine Batterie, Magnete und 3 Metallstücke bringen. Und der Typ hier hat auch noch eine Quest für uns. Wir sollen jetzt 2 Boxen und 3 Batterien bringen. Column. If you got some speakers lying around, I can show you how to use them to attack foes. Sound pretty brutal, right? Yeah, brutal. This is truth. Und da haben wir Amy. Ich glaube, die ist auch aus dem Anime. North of here leads of out of town into the forest. It's into the east. Weapons and item shop are in the west. Not much to the south. Thank you for the information. Hey! Xionen. Okay. Hey, did you know you can unlock medals when doing random tasks? Ja, weiß ich. Getty Makers unlocks the new creatures in the art gallery and also gives you access to some new map meds which occur with content out of us unobtainable treasure. Ja, gut, das brauche ich jetzt nicht. Das wollte ich eigentlich noch erklären, aber jetzt hat der es schon gemacht. There's Crystal here, Vanessa. There's only like in the. There's one like in every area. Once you find them, you can teleport between them simply by talking to them. Pretty cool, huh? Does it? That should save us from working, eh? Pity we can't teleport to places we haven't been, sir. Tja, habe ich gerade schon erklärt, egal. Und dann noch eine Quest, wir sollen zum Himmel, dann mal Perlen, oder? Rainbow Gems, okay. Hey you, if you find me some shining gems, I give you something really cool, like something amazing. Versuch es wert. I'm an NPC, by the way. Many of us have nothing to say, but some of us do. Make sure you talk to everyone, so it's twice even. Many NPCs have more than one thing to say. What? You're a main character. Without you, there'd be no storyline. Wow, really? Ich mag diesen Sarkasmus damals hier echt. So, wenn wir da runter gehen würden, würden wir halt wieder bei der Farm landen. Also die Stadt ist wirklich nicht sehr groß. So, dann reden wir noch hier mit dem sofort Lucky Star. Ayumu. Die sagt uns nichts. Was sagst du hier? Sakaki. You're not allowed to leave the town. The other side is too dangerous out there. It sure looks like it. Most of us have only read about the outside world in books. Would be nice to see it someday. That's so sad. Und was hast du zu sagen? Oh, hi there. Would you happen to be a single? I've always wanted a boyfriend who looks strong as you. Yes, but do you want to see my gun? Stop hexing my party members! You're not going to talk to gods, and I'm pretty sure you have a bit too young for, you know?
Oh, that's your girlfriend? Why didn't you say so right away? I hope you're trolling. Lol. Und hier die Konata. Konata hat eine Aufgabe vor uns. Sie sollen ihr Chips vorbeibringen. Okay. Hey, I'm building a new computer, but I'm missing a few parts. If I did not, donate some, I share you my lunch with you. What about it? Okay, wir sollen also hier, naja, was soll's. Gehen wir nochmal hier in diesen Teil der Stadt. Hier haben wir unseren Accessoire-Laden. Hängt da gerade ein, oh, ich sehe gerade, da hängt Pikachu. Pikachu! Aber das war interessantere ist, das sind Truhen. An die kommen wir ganz einfach ran. So, und looks like there's something back here. Probably belongs to the shopkeeper, sir. Just travel and run. Ja, Matt, Mark, der kleine Clown. Was haben wir hier? Kiwi? Okay. Herb und Brick. Cool. Hier haben wir auch nochmal eine Kiste. Wir haben schon die erste Waffe gefunden. Bloodblade. Drains HP von der Targets. Boosts the power of Drain. Gale. Ja, unsere Waffe hat meistens einen anderen Effekt auf einen Zauber von uns. In dem Fall ist halt der Drain-Zauber. Die Truhe der Hunde holen wir jetzt auch noch. So. 100 Geld, wieder zwei Kiwis, aber Kiwis bin ich erstmal ausgerüstet. So, du hast dich als Gast. Wanting to buy some sorcery creatures? Some logs maybe? I cut a lot of stuff with my sword, but when I have to use it for it, most of it ends up in grandmother's shop. Oh, das ist traurig. Poor animals, why do people do hunt them? Don't worry, the sacrifice will not in vain. I bet they would taste delicious to make fine clothes. Voll nett, muss ich mal sagen. So, du hast Zombie für mich? Nee, du nicht. I'll be moving garbage around all day, my back's hurt. But to be honest, the more random items you can carry with you, the better you eventually need them. By finding items always much cheaper than buying them. Das stimmt. Kaufen ist echt teuer teilweise. Ah, du hattest die Aufgabe für mich. I see you have render building materials. Gonna need a few more bricks to finish construction. Bring me some nice share with your stuff I found in the rubble. Ja, wir sollen jetzt halt hier Backsteine, altes Holz und Erdbälle geben. Okay, kein Problem. Hier haben wir den Waffenshop, der wohl sicher das wichtigste Laden im gesamten Spiel, oder das zweitwichtigste, nach dem Itemshop. Hier haben wir dann wiederum, eine Farm. Hier müsst ihr, Pink Monster, wir müssen die Kuh ein bisschen, die Schweine ein bisschen ärgern, um eine Medaille freizuschalten. Ah, wir haben schon. Oh, ja, gut, also super. Ich glaube, mit der Kuh muss das nicht machen. Nein, hier haben wir wieder eine Quest. Wir sollen jetzt 10 mal Milch und Hörner bringen. Oh, I see you looking at cow costume. Oh, look at it just like it. Bring me a few items and borrow me. Baron, ja, das hat schon gesagt, was sie als Prämie bekommen. Ja, ein Kuh-Kostüm. So, der Part ist eigentlich schon längst vorbei, aber bevor es halt richtig mal losgeht sozusagen, möchte ich halt auch gerne, mit allen Leuten, die geredet haben, das ist ja schon der letzte. I wanna go out and look for treasures, but last time I tried it was defeated by walking bushes and huge snails. Ja gut, das hat schon verraten, die ersten Gegner hier sind Büsche und Schlangen, Schnecken. Und ja, jetzt haben wir mit jeder Person in diesem Dorf viel geredet. Wird nur auf dieses Schild hier. Anyone leaving past the town world wards does to their own risk and will not be covered by holiday insurance. Auch nicht schlecht. So denn, liebe Leute, ich denke mal, das soll für den ersten Part reichen. Eine kleine Erklärung für das Spiel selber und eine Einführung in die Stadt des Spieles. Und im nächsten Part werden wir dann das Dorf verlassen. Was ich aber noch sagen möchte, wir können ihn echt jederzeit speichern, was wenn ich mal kurz demonstrieren werde. Empty Slot. Drücke ich auf Empty Slot. Save. Und Game saved. So, liebe Leute, das sollte auch erstmal für den ersten Part reichen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr wollt, dann im Wald. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!